So, guten Tag erstmal. Ja, gestern das Spiel gegen Spanien endete 1:1 und wir müssen ehrlich sagen, es war eine sehr, sehr tolle Leistung von unserer Mannschaft, ja. Dings, zumal es hätte keiner erwartet, ja, sind die so gut auftreten da gegen Spanien, ja. Und ich habe ja gesagt, unsere Mannschaft, die hat die Qualität. Die Qualität ist in der Mannschaft und wenn sie die Qualität in der Ma auf den Platz bringen, dann können sie auch Spanien schlagen. Gut, jetzt ist es ein 1:1 geworden, ja. Und ja, das reicht erstmal, ja. Und da Japan ja verloren hat gegen Costa Rica mit 1:0, ja, ist das sehr, sehr gut für uns. Das heißt, wenn Spanien am Donnerstag um 20 Uhr gegen Japan gewinnt und wir gewinnen gegen Costa Rica, was normalerweise sehr, sehr wahrscheinlich ist, sind wir weiter, dann sind wir im Achtelfinale, dann haben wir es geschafft und dann haben wir die Gruppenphase überstanden. Und ich bin optimistisch, ich glaube, jetzt schaffen wir das, jetzt wo wir den Punkt geholt haben gegen Spanien. Ja, und die Spanier, die werden sich das nicht nehmen lassen gegen Japan. Ne? Die werden das Ding, denke ich, gewinnen. Also, was heißt, denke ich? Also, das ist normalerweise, Spanien wird das gegen Japan auf jeden Fall gewinnen und ich hoffe es zumindest. Na, und ja, gut, ein Unentschieden ginge auch noch. Dann müssten wir nur, ich glaube, mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Das heißt 2:0 oder 3:1. Ne? Dann müssten wir halt mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Ich denke, das ist auch auf jeden Fall möglich gegen Costa Rica. Ja, und dann werden wir, denke ich, als Gruppenzweiter im Achtelfinale gehen. So wie wir uns das alle erhofft haben. Ich bin ja keiner von diesen Idioten, der die WM boykottiert. Warum, aus welchem Grund auch. Ganz ehrlich, gespielt wird so oder so. Ob die Leute da jetzt boykottieren oder nicht, das ist totaler Schwachsinn. Ja, das ist, und da ändern die gar nichts dran. Gar nichts ändern die daran. Es ist einfach, die WM ist in Katar, das muss man akzeptieren. Ja, und ja, gut, es sind dabei deswegen Menschen ums Leben gekommen. Ja, alles nachvollziehbar, dass man da sagt, dass man da ein bisschen sauer ist drüber und aber da kann die Nationalmannschaft nichts für, ja. Das ist einfach so, ja. Da ist die FIFA schuld. Aber Leute, lasst euch doch nicht unsere Nationalmannschaft nehmen, ganz ehrlich. Das ist unsere Nationalmannschaft und so eine Weltmeisterschaft ist nur alle 4 Jahre, ja. Das ist totaler Schwachsinn, was ihr da alle macht, ja. Ihr WM boykottieren, ja. Und manche boykottieren auch immer, die gucken dann manchmal richtig rein, ja. Wenn ich boykottiere, dann boykottiere ich richtig. Dann gucke ich gar nichts, ja. Leute, ich freue mich schon auf Donnerstag um 20 Uhr. Das Spiel wird, ich glaube, diesmal wieder auf der ARD übertragen. ARD oder ZDF, nee, meine ARD diesmal wieder. Wird auf der ARD übertragen. Ich freue mich erstmal sowieso erstmal auf heute Nachmittag um 14 Uhr. Da sitze ich wieder vor dem Laptop, mache ARD an, weil heute läuft wieder auf ARD ab 14 Uhr Fußball. Gucke erstmal wieder über den ganzen Tag 14, 17 und 20 Uhr. Egal, ach so, und übrigens die Note für das Spiel gebe ich eine 2-. Ist eine sehr, sehr gute 2-. Mein nächstes Video gibt es nächste Woche, Quatsch, nicht nächste Woche, am Freitag, diese Woche Freitag, nach dem Spiel gegen Costa Rica. Und ich sage, das gibt ein knackiges 4:0 für uns. Und damit sind wir dann durch. Mache jede Wette mit. Ciao, bis Freitag.